möchte diese Worte dir unbedingt ans Herz legen. Einer der größten Fehler, den du machen kannst, ist, dass du verlernst, auf deinen eigenen Körper zu hören, weil du der Meinung bist, dass Ärzte es besser wissen als du. Ich hatte gerade so ein interessantes Gespräch mit einem Patienten. Dieser Patient hatte ein extremes Brennen im Gesäßbereich, schon jahrelang. Ich habe ihm gesagt, laut dem, was du mir erzählt hast, denke ich, dass dein Brennen daher rührt, dass die muskulären Spannungen in deinem Körper zu hoch sind. Und dann hat er gesagt, Wahnsinn, Boschi, genau das ist es, was ich die ganze Zeit spüre und mich nie getraut habe zu äußern, weil ich ein Laie bin. Und die Ärzte wissen es doch besser. Bislang haben ihm die Experten vollgepumpt mit lauter Schmerzmittel und Sachen, die seine Symptome kurzzeitig nur gelindert haben. Was ich dir jetzt sagen möchte, wenn du etwas in deinem Körper spürst und fühlst, dann unterdrücke das nicht. Nimm das ernst. Denn ich sage dir eines, keiner, absolut keiner, kein Therapeut, kein Arzt kennt deinen Körper besser und spürt es besser, als du das tust. Du bist dein bester Arzt. Und ja, oft bedarf es Impulse oder Experten eben, die einen Wege aufzeigen. Aber schlussendlich kennst du dich am besten aus. Ich wollte dich heute nochmal ermutigen, dass du dich nicht unterschätzt. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Hörst du immer schön auf dein Herzchen oder lässt du dich von anderen leiten? Schreib es mir mal in die Kommentare.